sehen Sie gleich die Rollenverteilung. Also die Angriffsspielerin Tamara Borosch gegen die Abwehrspielerin auf Rang 4. 8 Plätze besser als Tamara Borosch. Und auch das letzte Aufeinandertreffen eben bei diesem Top-12-Turnier wird das eine extrem spannende Partie werden. Die Chinesin, Sie hören es vielleicht, hat auf Trigger zu drehen, um mit Schnittwechsel den Rhythmus von Tamara Borosch zu stören. Aber Sie sehen, sie kann auch offensiv agieren. Schwierig, diesen Ball dann technisch sauber zu kontrollieren. Das heißt, den eigenen Aufschlag in der richtigen Länge, wie man ihn haben will, zu setzen. Die chinesischstämmige Polin verfügt natürlich über extrem viel Unterschnitt in ihren Bällen. Team quasi fast im Alleingang gegen Deutschland in dieses Halbfinale gebracht. Sie gewannen ihre beiden Einzel gegen Deutsche mit 3:1. Und 3:1 war dann auch das Endergebnis zugunsten der Polen. Und das gelingt. Sie kann verkürzen. Vorhand zu attackieren. Tamara Borosch, etwas aus dem Rhythmus zu bringen. Nicht mehr so souverän, doch einige Chancen vergeben jetzt. Aber wie gesagt, es ist auch extrem schwierige Rangliste in Heftform zu sehen, das Programmheft. Und diese beiden stehen da relativ weit oben. Rotation, den Schnitt nicht richtig eingeschätzt, aber im ersten Satz war sie da wesentlich unbekümmerter. Und das, denke ich, ist Grundlage, um gegen zum Schuss zu kommen. Wie sie es im ersten Durchgang des Öfteren geschafft hat. Bedient nicht diese harte Topspin-Variante, sondern tatsächlich den Schuss zu nehmen. So wie jetzt. Dieser Rückhandschuss ging daneben. Also Ausgleich. 6:6. Reflexartig konnte sich Tamara Borosch diesen Punkt sichern. Das. Überraschend gut. Auf einmal dieser Konterschlag, die wieder ausgleicht.
vielleicht die Physis. Ich kann schwer ermessen, ob es auch eine Konditionssache ist, aber Glück. Druck, diese Konzentration, den Punkt machen zu müssen, denn leichte Fehler gibt es von Abwehrspielerinnen ganz selten. Da sehen Sie, beim Aufschlag dreht sie den Schläger. Und aus der Rückhandecke mit dem Vorhandbelag aufgeschlagen. Da hat sie mal den Rückhandtospen gewählt. Und nochmal. Auch den harten Schuss von Tamara Borosch, die jetzt unter Druck steht. Und Pech hat. Ein Netzroller entscheidet die Begegnung. 3:1 gewinnt Li Xian, wird ihrer Favoritenrolle gerecht hier und bringt